Philipp, magst du unseren letzten Gast unbedingt vorstellen? Unbedingt. Die Leute, die schon ein bisschen länger Nerdfamilizin mit angucken, die werden Daniel Marx kennen. Daniel ist ein Experte, wenn es um CRM geht oder Human Factor. Lauter coole Worte, die in letzter Zeit auch durch die Zeitschriften fliegen ohne Ende. Und wir unterhalten uns privat und auch in den Videos immer sehr, sehr gerne mit Daniel, weil er uns immer tolle Impulse gibt, die unser tägliches Handeln verändern. Heute werden wir uns mit dir so ein bisschen über das Limit des Belastbaren unterhalten. Und da wäre eigentlich auch direkt meine erste Frage. Wo sind denn eigentlich meine Limits oder wo sind denn die persönlichen Limits? Was ist überhaupt das persönliche Limit? Also wo siehst du das? Ja, also auch wenn wir uns jetzt schon ein paar Jahre kennen, weiß ich gar nicht, was dein persönliches Limit ist. Das ist nämlich immer sehr individuell. Schneller reicht. Schneller reicht. Ja, okay, das kann sein. Wie merkt man das dann? Wird das so ein bisschen nervös? Ich will das jetzt vielleicht gucken Leute zu. Also letztendlich, man spricht ja von einer gewissen Belastbarkeit oder auch einer Resilienz, was Stressoren angeht, die ist natürlich total individuell. Also der eine kann viel mehr mit Stress umgehen oder besser mit Stress umgehen, behält also noch Handlungsfähigkeit bei. Andere wiederum, da reichen schon so ein paar Einflussfaktoren und die ja dekompensieren. Ich glaube, die Symptome eines Menschen, der so ein bisschen am Limit ist, den kennen wir alle. Ja, das sind landläufig Menschen, die dann auch irgendwann eher so ein bisschen dünnhäutig werden, empfindlich werden. Wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, du hast gesagt, da ist Überforderung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wann bin ich denn überfordert? Ich will ja im Alltag, also ich will nicht zu einem Einsatz kommen, wo ich mich langweile. Ne? Ich will jetzt auch nicht unbedingt zum Einsatz kommen vom Dominik, aber irgendwo in der Mitte, da ist mein Lieblingseinsatz, wo ich sage, hey, krass, ich bin hier ein super Arzt. Genau, also klar, wir haben nicht nur den Bereich der Überforderung, der übrigens auch in der Regel geprägt ist durch zwei Elemente. Das ist Komplexität und Dynamik. Diese beiden Hauptfaktoren verursachen immer und immer wieder Überforderung bis hin zur Dekompensation. Und wir haben ja unser Arbeitsumfeld auch in den letzten 20, 30 Jahren mehrfach auch um die eigene Achse gedreht, verändert. Es sind zahlreiche Innovationen gekommen. Hey, wir haben QM. Ja, also es wird ja alles besser. Die Qualität ist ja, steigt ja von Tag zu Tag. Das ist ja, oder nicht? Ja? Finde ich schon, klar. So, die Frage muss ja erlaubt sein, reduziert Qualitätsmanagement tatsächlich am Ende Komplexität? Oder reduziert es Dynamik? Weil, also wenn ich jetzt sage, Komplexität und Dynamik führt zur Überforderung, dann muss ich das ja auch in irgendeiner Weise belegen. Also wir können nur eine bestimmte Anzahl von Informationen zeitgleich verarbeiten. Also zeitgleich ist ohnehin schon fast nicht möglich. Aber auch das schnelle Adaptieren auf neue Situationen oder neuen Informationsgehalt, das überfordert uns mehr oder weniger. Und in der Medizin tendieren wir immer eher dazu, die Dinge noch komplexer zu machen. Oder wir werden Opfer einer wilden Dynamik. Ein gutes Beispiel für Komplexität ist, dass wir zum Teil unendlich viele Einheiten haben, um den Zustand zu beschreiben. Oder nehmen wir mal zum Beispiel Lumen. Ja? Da gibt es Millimeterdurchmesser, dann gibt es Charrier, dann gibt es French, dann gibt es Gauge. Und da muss ja die Frage erlaubt sein, warum tun wir das? Ja, warum sagen wir zum Endotrachealtubus Millimeter HG, der ist ja früher auch noch in Charrier benannt worden, beim Blasenkatheter benutzen wir aber Charrier und bei einer IV-Kanüle sagen wir 18G. Ja, das überfordert letztendlich. Jetzt kann man sagen, okay, dann ist er halt nicht gut genug ausgebildet, wenn ihn das schon überfordert. Das Spiel können wir ja weiterspielen. Ja, warum erlauben wir uns im menschlichen Thorax, wo es zwei wesentliche Druckverhältnisse gibt, nämlich der Blutdruck und der Beatmungsdruck, warum erlauben wir uns da zwei unterschiedliche Einheiten? Den Blutdruck messen wir einfach historisch bedingt, machen wir einfach Millimeter Quecksilbersäule und den Beatmungsdruck, den geben wir einfach in Millibar an. Ja, also jeder, der gerne auch mal ein bisschen über Hämodynamik philosophiert, wird diese Schwierigkeiten kennen, das auch mal zu vermitteln. Und das kann in kritischen Situationen, kann das echt so ein bisschen aus den Fugen geraten und man verwechselt Dinge, man kriegt das nicht übereinander. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere auch mal in Westdeutschland und mal in Ostdeutschland arbeitet, Stichwort SI-Einheiten. Ne? Also es gibt hier Bundesländer, da ist ein Blutzucker von 8 völlig in Ordnung. Ja. Ist halt der Osten, ne?
ist halt der Osten, ist halt 2019. Ne? Alles ein bisschen. Ja. Also das, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Beispiele, wo Komplexität vielleicht gut gemeint ist, aber am Ende uns viel eher in diese Überforderung bringt. Und wenn es eine Überforderung gibt, ich habe da auch ein Bild mitgebracht, da müssen wir auch über Unterforderung sprechen. Diese Jörgs-Dotzen-Grafik, die Untersuchung von Jörgs und Dotzen, die ist schon über 100 Jahre alt, aber ich finde, sie zeigt ein ganz wesentliches Prinzip. Gut sind wir wirklich immer nur in unserer Komfortzone. Auch die ist total individuell. Aber wir sind in der Regel gut in den Dingen, die wir gerne machen und die wir auch häufig machen. Mhm. Und Überforderung haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Stresslevel steigt an, gleichzeitig fällt die Performance. Im Unterforderungsbereich, da wird es auch schwierig. Da habe ich gar nicht so einen hohen Stresslevel. Der ist ehrlich gesagt sogar so niedrig, dass ich gar nicht mein Aktivitätsniveau habe. Aber ich neige dann zur Bagatellisierung. Ich weiche dann ab von Standards, brauchen wir nicht, hat nichts, kann zu Hause bleiben. Und wenn man 10 Einsätze hat als Notarzt, die alle schön im Bereich NaKa2 liegen, alles so Männerschnupfen, Männerschnupfen ist schwieriges Wort. Nehmen wir mal, ganz normal Hustenschnupfen, Heiserkeit. Dann kann ich also aus dem 11. Patienten, der eigentlich ein Enstemi hat, auch ganz schnell eine Gastritis machen. Das geht. Weil ich eben tatsächlich schon, das hat was mit Mindset zu tun und Priming, ich habe einfach keine Lust jetzt auf diesen Einsatz, das ist auch alles nervig, es ist morgens um 2, das ist mein 14. Einsatz. Das ist auch eine Form von Leben am Limit, Überforderung. Was macht Müdigkeit mit uns? Was macht ein mieser Teampartner mit uns? Was macht ein pathologischer Chefarzt mit uns? Was macht eine hohe betriebswirtschaftliche Dynamik mit uns? Das ist übrigens noch ein ganz spannender Aspekt. Ist es jetzt wirklich die Dynamik, die der kritisch kranke Patient mitbringt in die Notaufnahme? Gegen die kann ich erstmal nichts machen. Dafür bin ich da und ich habe es mir nicht ausgesucht, aber jetzt kommt ein Patient rein mit einem rupturierten Bauchaortenaneurysma. Ja, der bringt eine gewisse Dynamik mit sich. Das ist einfach so. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr trennen kann zwischen dieser Dynamik und einer betriebswirtschaftlichen Dynamik, also der Vorgabe, die Narkoseeinleitung muss unter 5 Minuten stattfinden, und dann Menschen in die Überforderung rutschen, dann anfangen, Fehler zu machen, weil sie am Limit arbeiten, weil sie nicht mehr in ihrem Optimum sind, dann, finde ich, wird es richtig gefährlich. Und das ist auch unentschuldbar. Jetzt hast du viele Punkte angesprochen, aber du hast auch so ein bisschen, ich habe rausgehört, die Ressourcen, die ändern sich. Ja, also die sind heute Morgen anders gewesen, als sie vielleicht heute Abend bei mir sind, um 10 Uhr anders als um 8 Uhr, aus verschiedenen Gründen. Und da will ich dir mal ein Bild von dir selbst um die Ohren hauen, und zwar die Kügelchen da. Du hast mir mal, schon lange her, grüne Kügelchen um die Ohren gehauen und gesagt, Philipp, achte darauf, dass du immer genug davon hast. Willst du das kurz im Zusammenhang mit Ressourcen mal erklären? Also dieses Modell der grünen Kügelchen von Andreas Richter ist, glaube ich, so eines der Modelle, die ähnlich übrigens wie die 4 Seiten einer Nachricht ja auch sozusagen schwallartig über eine ganze Berufsgruppe ausgerollt wurden in den letzten 5 Jahren. Für die, die es tatsächlich noch nie gehört haben, uns fehlte tatsächlich bisher immer eine Einheit für kognitive Ressourcen. Dabei sind kognitive Ressourcen unglaublich wichtig. Ja, in der Notfallmedizin ist die Ressource Kraft gar nicht so relevant. Also ich muss ganz selten Dinge mit Kraft lösen, mit körperlicher Kraft. Ich muss aber immer häufiger Situationen, komplexe Situationen, und das ist die Notfallmedizin nur ein Beispiel, aber da kann ich auch in die Intensivmedizin gehen, muss ich Probleme häufig durch kognitive Performance, durch Leistungsfähigkeit, durch mentale Leistungsfähigkeit lösen. Wie kreativ bin ich? Wie funktioniert meine Wahrnehmung? Nehme ich auch die Dinge am Rande wahr? Nehme ich so die kleinen Hinweise und Anzeichen wahr? Kriege ich mit, dass der Patient stark verschwitzt ist? Kriege ich mit, dass er irgendwie eine auffällige Sprache hat? Ja, das sind ja alles so kleine Nuancen, die ja auch schnell mal untergehen. Also die Fähigkeit, Dinge halbwegs objektiv wahrzunehmen, Prioritäten zu setzen, kreative Lösungen zu erarbeiten, aber auch zu antizipieren. Wo will ich eigentlich in 5 Minuten sein? Was ist eigentlich das Gesamtziel? Werde ich hier gerade Opfer eines kleinen Fixierungsfehlers? Geht es mir auf einmal nur noch darum, Hauptsache der Patient hat einen Zugang? Ja? Das sind all die Dinge, die so ein bisschen über diese grünen Kügelchen dargestellt sind. Und 2 Dinge vernichten grüne Kügelchen. Das sind
mentale oder körperliche Einschränkung. Das können Rückenschmerzen sein, das kann eine Männererkältung sein, das kann ein überzogener Dispo-Kredit sein, das kann ein furchtbarer Arbeitskollege sein, das kann eine toxische Arbeitsumgebung sein, wenn ich in einem Arbeitsumfeld arbeite, wo der eine dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt, wo ich vielleicht sogar, meine Hauptsorge liegt vielleicht gar nicht darin, dem Patienten einen Schaden zuzufügen, sondern meine Hauptsorge liegt darin, rechtlich angreifbar zu sein, Stichwort Defensivmedizin, dann ist all das, was ich mache, dient nur noch meiner eigenen rechtlichen Absicherung. Das wird verkommt zum Gesamtziel meiner Maßnahmen. Und das alles funktioniert deutlich schlechter, wenn ich kaum noch grüne Kügelchen habe. Man sieht das auf der nächsten Grafik. Da haben wir so dieses Idealbild 100% grüne Kügelchen. Da muss ich hier, glaube ich, jedem im Raum und auch vor den Bildschirmen die Illusion nehmen, das ist unerreichbar. Also auch, warst du jetzt nicht in Australien? Wie lange? 9 Wochen. Ja, sag's ruhig. 9 Wochen Australien. So, und als du wiedergekommen bist, hattest du 100% grüne Kügelchen? Ja, vor dem Rückflug gefühlt. Ja. Kurz. Nach dem Rückflug ist schon wieder Jetlag, ne? Ja, also, Verspätung. Verspätung, dies, das. Also, ich denke mal, idealerweise haben wir 75% grüne Kügelchen und es wäre schön, wenn wir die irgendwie über einen Tag halten. In dem Moment, wo es irgendwann so kippt und ich habe nur noch so 30% oder 20% grüne Kügelchen, dann merken wir das den Leuten auch schon an. Fatalerweise merken wir selber das nicht zwingend. Also wir kriegen nicht zwingend mit, dass wir nur noch auf 10% grüne Kügelchen laufen. In dem Moment, wo ich gar keine mehr habe, da wird es richtig sportlich. Und wenn das dummerweise die Person ist, die in einem komplexen Setting jetzt auch noch eine Führungsaufgabe innehat, ja, dann ist freier Fall angesagt. Unsere hierarchischen Systeme sind ja leider so konfiguriert, dass die gesamten Geschicke einer Patientenversorgung häufig an einer Person hängen. Ja, und diese Person hat selten ein Korrektiv um sich herum, der auch mal kompensiert, wenn sozusagen der Häuptling aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann. Wobei man ja auch sagen muss, jetzt arbeiten wir im Team, ich würde da gar nicht so sehr nur den Teamleader in Verantwortung nehmen, sondern also ich habe es auch schon ganz häufig erlebt, dass ein Teammitglied sauer war irgendwie und wenn dann einer da ist, der ganz, ganz viel Negativität da reinbringt, der vielleicht selber am Limit ist, der da Unruhe reinbringt, dann kann das für den Teamleader so viele grüne Kügelchen kosten, dass der dann auch im roten Bereich ist und dann kippt einer der Dominosteine nach dem anderen und das Kind fällt in den Brunnen. Also absolut. Sowohl ich als auch meine Teammitglieder können in beide Richtungen dieses ganze System entweder stützen oder torpedieren. Es geht beides. Und deswegen muss man immer schauen, dass man Arbeitsbedingungen schafft, die für alle auch ein Stück weit tragfähig sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier so eine riesige Wellbeing-Blase aufbauen und alle auf einer grünen Blümchenwiese nett zueinander sind. Aber ich glaube, auch in kritischen Situationen muss man aufpassen, dass man sich A, nicht im Ton vergreift. Also wenn irgendjemand nicht mehr in der Lage ist, auf einer Sachebene zu kommunizieren, sondern ausschließlich auch nur noch auf dem Beziehungsohr hört, dann weiß man, dass der faktisch kaum noch grüne Kügelchen hat. Das ist immer ein deutliches Anzeichen dafür, dass jetzt alles eigentlich nur noch genutzt wird, um auch ein bisschen eskalieren zu können. Und ich finde, die Zeiten sind vorbei. Wir können uns in der heutigen Akut- und Notfallmedizin nicht mehr erlauben, dass dort draußen diese ewigen Silberrücken rumrennen, die, wenn es mal ein bisschen enger wird, cholerisch durchzünden. Ja, im Flugzeugcockpit finden sie heute keinen Choleriker mehr. Da muss man die Frage mal stellen, warum ist denn das so? Ja, weil die Luftfahrt seit 20 Jahren nicht nur ein Crew Resource Management lebt, sondern auch ein knallhartes Assessment hat. Die sortieren die Leute raus, die nicht die notwendige Stressresilienz haben. Wurde alles denn abgestürzt in der Ausbildung? Ja, die Ausbildung findet im Simulator statt, also auch wenn die abstürzen, kommen die ja hinterher wieder raus. Ja? Aber diese Frage muss auch in der Medizin mal gestattet sein. Sind die Kriterien, nach denen wir Führungskräfte in der Akutmedizin auswählen, sind das die richtigen Kriterien? Brauchen wir dort nicht Leute, die auch ein bisschen Fels in der Brandung sind und ein bisschen mehr Handlungsstabilität haben? Das finde ich ist eine ganz wichtige, zentrale Frage. Und das Beste aus Ihren Mitarbeitern auch rausholen, oder? Der Applaus zeigt mir gerade, dass das scheinbar nicht nur ein selbstempfundenes Problem ist. Viel Ablehnung hier im Publikum. Jetzt
hast du dich ja nicht nur mit den Fragen beschäftigt, also die, die Probleme irgendwie identifiziert, sondern du bist ja auch jemand, der versucht, das Ganze lösungsorientiert anzugehen. Hast da ja ein paar Lösungen gemacht und hast da ja so eine Toolbox entwickelt. Willst du die mal kurz vorstellen? Also was sind so Punkte, wie kann man das Ganze, wie kann man jetzt besser werden? Jetzt habe ich viele rote Kügelchen und morgen will ich irgendwie weniger haben. Also wir haben da über viele Jahre auch lange drauf rumgedacht, aber es führt einfach nicht zu einer besseren Leistung oder besseren Rahmenbedingungen, wenn wir zum Beispiel jetzt einzig und isoliert dieses Team Resource Management nehmen. Das wirkt immer so ein bisschen nach außen, CRM ist der neue Heilsbringer und mit CRM, wenn wir CRM machen, wird alles gut. Nein, es ist leider tatsächlich wie im echten Leben auch alles ein bisschen komplizierter. Wir müssen mehrere Strategien entwickeln. Eine erste Strategie ist, und das ist eine ganz pragmatische Strategie, wir müssen Druck rausnehmen aus dem System. Wir müssen Dynamik reduzieren. Und das Erste, was wir lernen müssen, ist zu entscheiden, ist der Patient jetzt jemand, der eine hohe Dynamik mit reinbringt? Ich finde das hier immer total entspannt. Ich hatte übrigens auch einen ähnlichen Einsatz, wo ein Patient in so einem Maishäcksler eingesaugt war bis zum Oberschenkel. Der hatte bei Eintreffen kein A-Problem, der hatte kein B-Problem, der hatte nicht mal ein C-Problem und der hatte auch kein D-Problem. Hatte er einfach nicht, konnte man ihm auch nicht andichten. Und in so einer Situation kann ich doch erstmal Dynamik rausnehmen. Da können wir doch alle erstmal tief durchatmen und in Ruhe eine Strategie ausarbeiten, miteinander reden und dieses klassische Vordeck machen, welche Möglichkeiten habe ich? Dynamik rausnehmen. Das gilt aber auch und ganz insbesondere für betriebswirtschaftliche Dynamik. Und da geht es auch um Haltung. Wenn ich eine gewisse Zeit brauche, um einen Patienten zu versorgen, und das kann ein ganz profaner Angstpatient sein in einer Narkoseeinleitung, der hat einfach Angst vor Narkose. Das dauert jetzt einfach mal 4-5 Minuten länger. Dann müssen wir uns diese Zeit nehmen. Und da sagt mir kein Betriebswirtschaftler, dass ich diese Zeit nicht habe. Und dann will ich auch nicht hören, wie teuer eine OP-Minute ist. So, Punkt 1. Ich werde schon ein bisschen leidenschaftlich hier. So, und dann der nächste Punkt ist, dass wir über Komplexität reden müssen. Ja? Es hilft nichts, wenn wir immer mehr Formulare raushauen. Es hilft auch nichts, wenn wir immer mehr Devices haben. Ich bin auf einem Rettungsmittel unterwegs. Wir haben jetzt den dritten Beatmungsfilter an Bord verlastet, in Abhängigkeit des Gewichtes des Patienten. Ja, vielleicht werden wir irgendwann noch einen vierten, fünften oder sechsten Beatmungsfilter vorhalten. Kann man alles machen. Ich bin in einer Klinik sozialisiert worden, wo die internistische Intensivstation ein arterielles System A hatte und die anästhesiologische Intensiv ein arterielles System B. Das heißt, das musste man umständlich umstöpseln, wenn mal ein internistischer Patient dann bei den Anästhesisten liegen musste. Oder wenn man 6 verschiedene Beatmungsgeräte in einer Klinik hat. In der Narkoseeinleitung steht der Hein und Löwenstein, im OP-Saal steht der Primus. Nachbeatmet geht es mit dem Oxylog 2000 Plus auf die Intensiv, da wartet der Bennett 840. Vorsicht, der hat übrigens als einziges von allen Beatmungsgeräten die Einheit Zentimeter Wassersäule. Ja? So. Also auch da müssen wir darüber nachdenken, Komplexität zu reduzieren. Das ufert völligst aus. Und wir verlieren, das ist eine ganz besondere Art von Fixierungsfehler, den wir da haben. Wir fixieren darauf nur noch die Anforderungen abzuarbeiten, die uns irgendwelche Leute vorgeben und verlieren so ein bisschen den Blick auf das Wesentliche. Das ist gefährlich. Team Resource Management, das ist so ein bisschen, ja, wir wollen wertschätzend miteinander arbeiten, wir wollen aufeinander hören, wir wollen mal so ein bisschen schauen, wie meine grünen Kügelchen sind, wie die grünen Kügelchen im Team sind, wir wollen so ein bisschen delegieren, wir wollen ein bisschen was mit Supervision machen, wir wollen tatsächlich ein Stück weit auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das fällt alles so in diesen Bereich Team Resource Management. Wir wollen die Ressourcen im Team möglichst pfiffig nutzen. Die Zeiten sind ja vorbei, wo das Ganze eine One-Man-Show ist. Wir müssen im Team arbeiten, wir sollten wertschätzend im Team arbeiten. Dann funktioniert es auch eigentlich am besten und alle gehen auch mit möglichst vielen grünen Kügelchen in den Feierabend. Das ist nämlich auch ein nicht ganz unwichtiges Ziel. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es okay ist, Fehler zu machen. Wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass es okay ist, Fehlentscheidungen zu treffen. Wenn diese Fehler nicht aus Vorsatz passieren, sondern vielleicht verortet sind im Bereich eines Irrtums, dann muss ich mich fragen, warum konnte mir dieser Irrtum passieren? Und, Überraschung, es gibt 2 Hauptursachen, warum wir Fehler machen. Es war zu komplex oder wir haben zu schnell gearbeitet. Also Dynamik und Komplexität führt zu Fehlern. Wir müssen, ehrlich gesagt bin ich es über all die Jahre so leid, dass wir immer noch über Fehlerkultur sprechen müssen. Wir müssen halt auch irgendwann mal anfangen. Und
am besten hören wir auch auf mit diesem CIRS-System. Ja? Wir machen jetzt seit über 10 Jahren CIRS. CIRS hat unserer Fehlerkultur überhaupt keinen Gefallen getan. Das macht es nicht besser. Ich kann doch nicht eine offene Fehlerkultur von den Leuten erwarten und ihnen ein anonymes Meldesystem im Internet anbieten. Wir müssen lernen, über Fehler zu sprechen. Machen Sie ein Fuck-Up-Friday. Treffen sich einmal im Quartal in einem schönen Raum in Ihrer Klinik und dann sprechen Sie mal über Fehler. Sprechen Sie mal über all die Dinge, die so passiert sind in den letzten Wochen. Hashtag Fuck-Up-Friday. Ja, die... Ja, die, also, wenn Sie jetzt mit der Geschäftsführung reden, ist vielleicht besser den Fehlerfreitag. Ja, das ist vielleicht ein bisschen seriöser. Aber es ist viel sinnstiftender, von Auge zu Auge über solche Dinge zu sprechen. Das levelt auch die Bereitschaft einfach, auf ein vernünftiges Maß über Dinge zu sprechen. Es sterben ja nicht bei jedem Fehler sofort Menschen. Ja, darum geht es doch gar nicht. Es geht auch um ganz viele beinahe Fehler. Es geht auch um strukturelle Defizite. Ich glaube, hier drin sitzen eine ganze Menge Leute und draußen an den Bildschirmen auch, die ganz häufig schon auf Missstände hingewiesen haben, wo beinahe Fehler passiert wären und sich wundern, dass es trotz eines QMs, trotz eines Fehlermanagements und trotz eines QM-Zertifikats keinerlei Lösungen gibt. Nach 5 Jahren ist der Fehler immer noch genauso wahrscheinlich, ja, weil sich einfach tatsächlich nichts ändert. Trainingssimulationen müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Wir haben eine pathologische Trainingskultur. Wir müssen viel mehr trainieren. Und nächste Forderung, vielleicht machen wir hier einfach mal so ein Manifest oder so. Ja? Nächste Forderung, Training ist bitteschön bezahlte Arbeitszeit. Voll bezahlte Arbeitszeit. Ja, wir haben einfach Trainingstage im Monat. Die sind wichtig. Ich muss es machen. Ich habe mich die Tage mit jemandem unterhalten vom SEK. Sagt er, du Daniel, wir machen so 99 Trainings auf eine Realsituation. Ich so, wow, wir machen 999 Realsituationen auf ein Training. Ja. So, und der letzte Punkt, und das ist jetzt so ein bisschen tatsächlich eine persönliche Sache. Wir müssen so ein bisschen darauf achten, dass wir rundlaufen. Persönliche Stabilisierung. Achten Sie, das ist jetzt nicht einfach so eine Worthülse. Achten Sie wirklich auf eine gute Work-Life-Balance. Vielleicht positioniere ich mich jetzt wirklich auch ein bisschen hart berufspolitisch. Aber also wer heute noch in der Akutmedizin eine 100%-Stelle bekleidet, der wird nicht glücklich in die Rente gehen. Ja, das ist fast ausgeschlossen heutzutage. Es sei denn, Sie haben so eine wirklich kleine, wunderschöne Klinik irgendwo gefunden oder ein Arbeitsumfeld, wo es einfach wirklich Zucker ist. Ist aber sehr selten und dann verraten Sie es doch bitte keinem, sonst kommen ganz viele Bewerber. Also die persönliche Stabilisierung, ausreichend grüne Kügelchen, verschiedene Säulen im Leben haben, nicht nur eine Säule. Es gibt so viel mehr als nur die Akutmedizin. Suchen Sie sich ein schönes Hobby, beschäftigen Sie sich so ein bisschen mit dem Thema Achtsamkeit, bauen Sie Rituale ein in Ihren Arbeitsalltag, morgens einfach mal den Kaffee handgebrüht aufsetzen, ja? Sich mal ein bisschen Zeit nehmen, das ist wichtig. Das ist ganz entscheidend. Und nur ein ausgeglichener Notfallmediziner ist am Ende auch ein guter Notfallmediziner. Und wenn es am Ende heißt, ja gut, dann habe ich halt auch ein bisschen weniger Gehalt. Also Ihre Nebennierenrinde wird es Ihnen danken. So viel dazu. So, der Daniel gibt mir, der Martin gibt mir das Signal, es gibt ganz viele Fragen. Das wundert mich nicht. Ich will aber trotzdem... Erstens zwei Dinge. Ich finde es super. Ich liebe die Gespräche mit dir hier auf der Bühne und auch privat. Deswegen, weil man einfach merkt, das ist für dich eine Herzensangelegenheit. Ich finde das einfach toll, wie du das hier so kraftvoll rüberbringst. Martin, was bewegt die Leute? Was sagen die? Also erstens würde ich sagen, kannst du noch mal die WhatsApp-Folie einblenden? Weil wir werden es auf YouTube ganz viel irgendjemand bedankt. Die Nebennierenrinde dankt schon jetzt. Von jemandem. Okay. Sehr gut, finde ich super. Es sind ganz, ganz, ganz viele Fragen. Sehr viele Leute schreiben, dass sie es ganz ein wichtiges Thema finden. Und am Anfang gleich mal eigentlich ein Statement, und das unterstützen wir auch immer in unseren Videos, mehr als eine Frage an dich. Aber da hat jemand geschrieben, wer häufig diese kleinen Hinweise erkennt, die kleinen Hinweise, dass das vielleicht nicht der normale Rückenschmerzpatient ist, der 10., der heute reinkommt, die kleinen Hinweise, dass vielleicht diese Omi, die im reduzierten AZ ist, vielleicht doch schlechter ist auf Station oder der unkomplizierte Traumapatient, der irgendwo rumläuft, vielleicht doch kränker. Das sind selten die Notärzte, selten die Ärzte in der Notaufnahme, selten die Ärzte auf der Intensivstation, die das sehen, sondern das ist
die Intensivpfleger, die Notfallpfleger und das sind die Rettungsdienstmitarbeiter, Notfallsanitäter und so weiter. Und das ist ja auch die Realität. Ja? Also wer sieht denn die kleinen Sachen häufig, finde ich. Aber das ist gar kein Problem, ist eigentlich sogar scheißegal, wer sieht, weil wir reden ja miteinander. Wenn wir miteinander reden, ist es ja egal, wer sieht, Hauptsache es wird halt gesagt. Also da nochmal ein Statement für die Ärztinnen und Ärzte unter uns. Hört doch auf die. Also das muss man als, gerade als Junger, gerade den Jungen muss man es manchmal wirklich sagen, wir haben es schnell gelernt. Man muss ja auch, man geht ja durch eine harte Schule, ne? Wenn man, wenn man das erste Mal total daneben liegt und ein erfahrener Kollege aus einer anderen Berufsgruppe hat es einem vorher gesagt, dann geht man abends nach Hause und denkt sich, oh Gott, das mache ich nicht nochmal. An dieser Stelle ganz viele Grüße an Katrin. Falls du zuschaust, ich danke dir immer noch. Die weiß schon warum. Okay, na gut. Dann hat jemand geschrieben, lassen diese Arbeitsbedingungen in der Notfallmedizin überhaupt irgend sowas wie persönliche Reflexion oder so zu? Wir sind alle so auf 170%, und zwar auch wenn wir reduziert haben, aber der tägliche Workload ist so hoch. Ist das überhaupt möglich oder ist das einfach eine Floskel? Oder sind das Floskeln? Ja, Es verkommt häufig zu einer Floskel, ja, das kann ich gar nicht in Abrede stellen. Aber jede Seite hat immer zwei Medaillen. Und ich kann natürlich die nächsten 10 Jahre aufs böse System schimpfen. Oder ich stelle mir irgendwann die Frage, ob ich nicht auch Teil dieses Systems irgendwo bin. Und da gibt es im Grunde genommen nur 3 Aspekte. Ne? Also love it, change it or leave it. Es gibt tatsächlich da wenig Alternativen. Also entweder ich finde das super, so wie es ist, dann muss ich mich vielleicht auch fragen, ob ich Teil des Problems bin. Aber dann geht es mir gut. Ja, oder ich merke, dass ich irgendwie über 20 Jahre von Jahr zu Jahr weniger grüne Kügelchen habe und in einer tiefen Depression versinke, vielleicht sogar irgendwann ein richtig zynischer Typ werde auf Station. Ich habe eine Patientin mal unter Reanimation gebracht, die war 65 Jahre alt, wir kommen auf die Intensivstation und der Oberarzt der Intensivstation sagt, leg den Kadaver mal in eine 3. Ne, ich merke an solchen Momenten immer, der macht den Job einfach zu lange. Ich möchte mit solchen Menschen auch eigentlich gar nicht arbeiten, die haben auch ein bisschen den Fokus verloren. Und bevor man so wird, muss man dann am Ende doch die Reißleine ziehen und sich vielleicht doch einen anderen Arbeitgeber suchen oder vielleicht ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Wir erleben gerade einen wirklich, wirklich kritischen Exodus aus den Krankenhäusern. Viele, viele gute Leute verlassen die Kliniken. Es gibt noch eine klitzekleine Alternative, aber die ist sehr anstrengend. Haltung zeigen. Jeden Tag Haltung zeigen, für seine Überzeugung einstehen und nicht im vorauseilenden Gehorsam das Spiel immer mitspielen über die Grenze hinaus dessen, was man vertreten kann. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir noch die Zeit? Ich möchte ganz gerne noch so ein bisschen. Ich habe die Tage so einen Artikel gelesen, Arbeit muss immer sinnstiftend sein. Und dann denke ich, also früher, als die Leute zum Beginn der Industrialisierung in irgendeiner Fabrikhalle standen, da war das auch nicht sinnstiftend. Und es gibt eine ganze Menge Jobs, die sind nicht wirklich sinnstiftend. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in der Bäckerei arbeite, ist das auch nicht so wahnsinnig sinnstiftend, wenn ich Brötchen verkaufe. Aber das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich nicht nur vielleicht keine wirklich sinnstiftende Arbeit habe, sondern dass ich eine Arbeit habe, die mal einen sehr tiefen Sinn hatte für mich persönlich und ich jetzt jeden Tag gezwungen bin, gegen diesen Sinn zu agieren, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, den Sinn zu erfüllen. Ich hätte gerne mehr Zeit für die Patienten. Ich würde gerne noch 2, 3 Untersuchungen machen. Ja, ich würde gerne diesem schwer depressiven Patienten, der eine AP-Symptomatik hat, aber ein blandes Troponin hat und auch sonst unauffällig ist, ich würde dem gerne nachhaltiger helfen wollen, statt ihn einfach schnell wieder zu entlassen. Ich kann es nur nicht, weil die Rahmenbedingungen einfach mir nicht diese Möglichkeit geben. Und das über viele, viele Jahre macht was mit uns, wenn wir ständig gegen unsere eigene Überzeugung oder gegen unseren Sinn therapieren müssen. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Jetzt habe ich eine Frage. Doro hatte ganz am Anfang über die Betreuung von sterbenden Patienten geredet. Nun ist das ja tatsächlich was, was einen häufig noch lange Zeit begleitet. Ne? Auch als, egal in welcher Position man damit am Sterbebett stand, welche Profession man da begleitet hat. Aber was sind denn so Punkte für dich? Wie sagst du denn, kann man damit gut umgehen? Wie geht man mit schwierigen Situationen? Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Du sagst, man darf Fehler machen. Trotzdem ist das nichts, wo man einfach sagt, ja, passiert,
ich rede am Fuck Up Friday drüber und gut ist. Wie kann ich damit umgehen, wie, dass ich auch weiterhin Spaß am Job habe und nicht mehr irgendwann Also Spaß der, der Fehler ist in allererster Linie immer sehr unangenehm. Mhm. Ich glaube, das kann man grundsätzlich festhalten. Mittelfristig und langfristig ist es für die eigene Psychohygiene immer sehr wichtig, wenn man möglichst authentisch mit sich und dem Fehler umgeht. Allerdings gibt es, das ist ein sehr vielschichtiges Problem, ich muss schauen, ist mein Fehler strafrechtlich relevant, spielen da medikolegale Aspekte eine Rolle, was für ein Umfeld habe ich, was für ein Schaden ist überhaupt entstanden, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler wieder passiert, wem kann ich es melden, welche Auswirkungen hat es, wenn ich diesen Fehler überhaupt kommuniziere und wenn wir jetzt mal so die Gesamtzielstrategie nehmen, hat mein Fehler das Potenzial, das System nachhaltig zu verbessern. Und wenn das so ist, dann sollte ich diesen Weg auch bestreiten. Am Ende sind Fehler nicht dazu da, an ihnen zu zerbrechen. Es gibt so ein paar Fehler, ja. Also ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren war ich mitbeteiligt an der, also es war ein Kinderarzt, der ein kleines sechsjähriges Mädchen fehlintubiert hat. Das ist am Ende nach einer Dreiviertelstunde erst rausgekommen. Ich glaube, niemand möchte mit diesem Pädiater tauschen. Ich glaube, das sind so Fehler, wenn man am Ende wirklich in direkter Linie beteiligt ist an dem Tod eines kleinen Kindes. Das wird sehr schwierig. Ich glaube, da müssen sich dann auch Profis drum kümmern. Aber 99% unserer Fehler spielen ja gar nicht in dieser Liga. Und ich glaube, man macht sich lächerlich und man ist hochgradig unprofessionell, wenn man versucht, A, einen Fehler zu vertuschen oder B, es jemandem anderen in die Schuhe zu schieben. Also ich glaube, jemand, der heute ernsthaft noch behauptet, dass er in einer derart komplexen Umgebung, in der wir jeden Tag arbeiten, fehlerfrei arbeitet, der ist einfach nicht seriös. Ja? Es gibt einen schönen Satz aus dem Angloamerikanischen, der sagt, we have good people in a bad system. Und da ist viel dran. Und je komplexer ein System ist, umso komplexer ist immer auch der Fehler. Und das ist wirklich meine Empfehlung für alle, die hier sind und zuhören. Lassen Sie es nie zu, dass ein Fehler, der passiert, dass Sie das als Individualversagen wahrnehmen. Da sind immer ganz, ganz, ganz viele latente Kofaktoren mitbeteiligt. Und nur durch eine saubere Fehleranalyse kommen wir da auch weiter. Aber das Schlimmste, was Sie tun können, ist zu sagen, ich persönlich habe versagt, ich war dumm, ich bin nicht qualifiziert und sich dann heulend in den Keller einschließen. Das können wir so nicht mehr machen. Wahrscheinlich können wir morgen noch da sitzen. Das kann man echt ganz viel. Also vielen, vielen Dank. Eine ganz wichtige Anmerkung, dass Bäcker sehr, sehr wichtig sind mit Hinblick auf die Nahrungspyramide, möchte ich dir noch mitgeben. Dann schreiben tatsächlich mehrere Leute, bedanken sich nochmal und schreiben, dass du das bitte auch dem Chef mitteilen sollst, was du jetzt da so gesagt hast, oder den Chefs. Ein Kommentar, und den möchte ich unterschreiben, das ist sicher ein Teil des Problems, wo wir viel mitbekommen, ist, dass ganz viel, also das ist jetzt aus dem ärztlichen Bereich, ganz viele junge Ärzte im Notarztdienst verheizt werden. Ja, gerade so am Land werden da oft Leute auch gezwungen zu fahren. Ja. Bei uns in der Stadt wird es sich eher darum geprügelt, wer den Dienst kriegt. Aber da am Land werden, also kenne ich echt einige, die einfach gezwungen werden und du fahrst jetzt heute, obwohl die sich in die Hosen machen und überhaupt nicht mental oder irgendwie darauf vorbereitet sind. Ist dann auch, und dann passieren nämlich dann die Fehler und dann wirft man sich es erst richtig vor. Und das Gleiche passiert auch in der Notaufnahme. Ne? Wo sind die jungen, unerfahrenen Ärzte? Ja, du bist eh schon ein halbes Jahr im Haus, jetzt geh mal in die Notaufnahme, mach mal Nachtdienst, wird schon nichts sein. Ja? Und wenn dann doch mal der 19-Jährige reinkommt mit der Dissektion, dann ist halt schlecht gelaufen. Also das waren so ein paar ganz, ganz ernste und ganz persönliche Kommentare. Vielen Dank. Einer schreibt, viele Rettungsdienstmitarbeiter kennen das noch gar nicht mit den grünen Kügelchen und man wird nicht ernst genommen, wenn man das Konzept bespricht. Dazu kann ich sagen, super, dass mittlerweile 895 Leute reingeklickt haben. Was? Also es wissen jetzt 895 Leute plus X das Konzept der grünen Kügelchen. Okay, eine Frage. Ganz konkret, hast du irgendwelche Möglichkeiten, persönlich dich zu erden oder irgendwie dich persönlich zu fangen in einer komplexen, schwierigen Situation? Also Beispiel, du bist in irgendeiner Notfallsituation, ob Schockraum auf der Straße, völlig wurscht und du merkst, Mist, weil du drüber nachdenkst, die Situation entgleitet mir jetzt gerade. Ich bin jetzt überfordert, das läuft nicht. Oder vielleicht ist sogar ein Kollege so vigilant und sagt, du Daniel, hör zu, irgendwas läuft da gerade schief. Gibt es da Modelle oder was machst du da? Hast du da einen Tipp für die Leute? Ja, es gibt da mehrere Strategien. Ich glaube, was ganz praktikabel ist, ist, dass man wieder versucht, A, Dynamik rausnehmen, also Handlungsunterbrechung, Team-Timeout.
das, was wir inzwischen seit vielen, vielen Jahren wirklich aus dem Stammhirn reproduzieren können, ist ABCDE. Ne, einmal wieder eine Reevaluation von A bis E durchziehen, dass ich einmal wieder so ein bisschen an die Lage herankomme, ja, um dann zu schauen, okay, wo setzen wir jetzt Prioritäten? Ich kann auch Step Back machen, das heißt, ich gehe einfach mal einen Schritt raus. Ich kann auch mal kurz delegieren und Arbeit abgeben. Das ist überhaupt ein Phänomen, was wir Ärzte auch viel häufiger nutzen oder was wir erlernen müssen, die Fähigkeit zu delegieren. Delegation schützt grüne Kügelchen. Wenn ich Aufgaben delegiere und nicht selber daran beteiligt bin, Dinge zu tun, zum Beispiel bei einer Reanimation. Ich glaube, es gibt heute keinen vernünftigen Grund, warum ich als Notarzt in eine Reanimation hineinfusche. Es sei denn, sie läuft überhaupt nicht lege artis. Aber ich habe eine viel, viel mächtigere Position, wenn ich Supervision, Delegation und Antizipation mache. Dass ich derjenige bin, der das Auge auf die No-Flow-Zeit hat. Dass ich derjenige bin, der schon mal sagt, okay, dann lass uns schon mal voranmelden auf dem Kathetertisch. Lass uns schon mal den Transport voranbringen und. Ja, also ich kann in einer kritischen Situation immer wieder auch zurückkommen in meinen Entscheidungsprozess, wenn ich reevaluiere und die Dinge simplifiziere und Dynamik rausnehme. Das kann man lernen und wo lernen wir am besten? Nicht im Leben, sondern im Simulator. Man muss aber auch sagen, dazu haben wir, da muss ich mich kurz einigen, weil wir haben ja mal Tactical Breathing in einem Video, habe ich mal ein Video zu Tactical Breathing gemacht. Alle, die denen das überhaupt nicht sagt, die sind eingeladen, Tactical Breathing eingeben, Nerdfamilizin eingeben, dann hört ihr über 5 Minuten mich labern, aber nehmt vielleicht mit. Und atmen. Also einfach mal tief durchatmen. Hilft auch schon oft. Ist deine Frau nicht auch Hebamme? Das ist so, ja. Das ist eine andere Art von Atemtraining dann, oder? Ja. Oder ist das auch Tactical Breathing? Die Ehe allgemein bereitet einen auf Stresssituationen manchmal vor. Mit 2 kleinen Kindern kann ich das nur sagen. Vielleicht machen wir da auch noch eine eigene Session von. Genau. Sollen wir mal ganz kurz ins Auditorium, weil wir haben jetzt so viel geinternetet und so. Gibt es aus der Runde hier Fragen oder Kommentare? Bitte sehr. Ja, ein Kommentar. Jetzt sind leider nicht nur die Chefärzte, die kämpfen sehr wohl für die Belegschaft. Aber wenn die Geschäftsführung das Geld nicht bereitstellt für weitere Anstelle, dann kann man kämpfen, was man will. Und dann ist das auch ganz viel möglich. Ja, absolut. Bitte wiederholen. Ja. Also die Anmerkung ist, dass ja auch zunehmend, muss man sagen, Chefärzte sich auf die Seite der normalen, an der Front tätigen Ärzte begeben und dass es eben für Chefärzte auch nicht leicht ist gegenüber der Geschäftsführung. Also ich mache jetzt ungefähr seit knapp 20 Jahren Medizin und ich habe wahrgenommen, als das mit den DRGs losging, als viele Chefärzte noch in ganz soliden Altverträgen waren, dass man sich sehr bereitwillig vor den Karren der Betriebswirtschaftler gespannt hat und das Spiel mitgespielt hat. Und jetzt so langsam tatsächlich auch der Punkt erreicht ist, wo auch die Chefärzte merken, dass in den Chefarztkonferenzen ein verdammt eisiger Wind weht. Und ich begrüße diesen Effekt enorm, dass jetzt so langsam auch die medizinische Führungsebene auch so ein bisschen auf diese Seite kommt und sagt, jetzt ist aber mal langsam Schluss mit lustig hier. Das wird tatsächlich Zeit. Ja, wenn ich eine Patentlösung hätte für das aktuelle Problem im Gesundheitswesen, dann würde ich gar nicht hier sitzen, glaube ich. Ich habe keine Patentlösung. Ich glaube, die gibt es vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle unbequem werden, vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zivilen Ungehorsam leben und einfach mal Dinge nicht mitmachen. Ich weiß, das ist schwierig im Konkurrenzkampf. Ja. Aber also, falls jetzt hier junge Kollegen sitzen, die eine Oberarztstelle anstreben und deswegen das Spiel mitspielen müssen, weil sie sonst die Oberarztstelle nicht kriegen, es gibt verdammt wenig Dinge, die so unattraktiv sind wie eine Oberarztstelle. Ja? Also so richtig lohnt tut das aktuell nicht. Ja, da sind 9 Wochen Australien schon ein bisschen geiler. Und was man vielleicht auch mal sagen muss, ist ja, aus dem Nähkästchen heraus, nun haben wir über Nerdfamilien mit ganz vielen Leuten immer Kontakt, die extrem motiviert sind, das machen die alles nicht während der Arbeitszeit, also das ist ja krass, also, man wird das hier auf dem Ding ja auch spüren können, wie viele Leute es gibt, die vollkommen abseits der Kernarbeitszeit, vollkommen unbezahlt sich fortbilden, weil das die Leidenschaft ist und
ich glaube, jeder, der sich mit Medizin beschäftigt, der weiß, der ist in den Beruf nicht reingegangen, hoffentlich, weil die Bezahlung am Ende sehr, sehr gut ist, sondern eigentlich aus anderen Intentionen. Vielleicht wollte man auch ein bisschen Held sein, man will aber auch Menschen helfen. Und das tun ja ganz viele Leute auch ehrenamtlich. Und ich glaube, genau diesen Drive darf man sich nicht nehmen lassen. Man darf Medizin nicht auf einen Berufs-, also auf einen wirtschaftlichen Zweig herunterbrechen. Das ist es einfach nicht. Ich glaube, so fängt man auch nicht die Leute. Es geht überhaupt nicht um Bezahlung. Das ist sicherlich ein Teil der Wertschätzung. Aber das Wichtigste ist, dass wir eben Spaß an der Arbeit haben und uns das erhalten. Und was mich persönlich immer extrem traurig macht, ist, wenn man Kollegen sieht, die über Jahre hinweg extrem motiviert ausgebildet haben, Generationen von tollen Medizinern hervorgebracht haben und die man dann irgendwie nach 20 Jahren wieder trifft, von früher noch begeistert ist und dann feststellt, ja, das ist ein vollkommen anderer Mensch geworden, also, im Beruf. Genau, wenn die intrinsische Motivation stirbt, dann fängt die innere Kündigung an und dann war es das. Ja, in so einem Umfeld wollen sie nicht arbeiten, wo alle innerlich gekündigt haben. Das ist eine Katastrophe. Ich kann sagen, für mich war der Tag, die Session, extrem motivierend und ich glaube, das kann man ja auch noch, Grünkügelchen bekommt man auch, indem man sich einfach mit motivierenden Leuten unterhält und sich mit den Leuten privat umgibt, wo man einfach sagt, hey, die haben genau den richtigen Drive und sich eben nicht nur mit den Miesmachern umgibt, sondern Lösungsansätze sucht und Spaß an der Arbeit dann auch findet, oder? Und ich will ganz kurz nochmal mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Daniel, und bei euch beiden, Doro, Dominik, und auch für die Einladung, dass wir hier heute sprechen dürfen. Und wenn der da Martin jetzt nicht sagt, da sind noch brennende Fragen, wenn wir die nicht gelöst hätten. Nee, es wird verlangt, dass du Gesundheitsminister wirst. Oh, Himmels Welt. Oh Gott, dann schalte ich mich auch per Video zu. Ja. Und einer hat gerade darum gebeten, ob wir trotz dessen noch irgendwie, trotz Sterben und maximalkritisch und irgendwie so der inneren Kündigung, ob wir noch ein positives Abschlussstatement finden können. Aber das hast du ja gerade quasi... Das habe ich versucht. Das hast du sehr gut gemacht. Intuitiv. Und das gebe ich jetzt einfach zurück. Und wenn ihr uns mal zusehen würdet, wenn wir zu Hause die Videos aufzeichnen, dann ist es immer so, dass ich labere und labere und labere und der Philipp dann mit körperlicher Gewalt mich daran hindert. Deshalb werde ich jetzt auch nicht lang sprechen. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen, danke fürs Dasein. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, quasi offline und total analog zu sprechen. Wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt jederzeit unseren WhatsApp-Newsletter abonnieren unter dieser Nummer hier. Da kriegt ihr einfach einmal pro Woche ein Update mit den aktuellen Themen und einmal pro Woche unser aktuelles Video. Wir haben eine Website, wir haben einen YouTube-Kanal und andere soziale Medien aller Art. Man kann uns auch per E-Mail abonnieren, wenn man das möchte. Und derjenige, der das vielleicht seiner Krankenhausleitung, vielleicht das, die letzten Worte von Daniel, seiner Krankenhausleitung schicken will oder sagt, hey, ich will mir das ganz kurz mal anschauen, was Doro gesagt hat, was Dominik gesagt hat. Wir werden das alles auch noch im Verlauf online stellen, sodass ihr euch das auch noch mal angucken könnt oder Leuten weitergeben könnt, wenn ihr sagt, das war sehenswert. Und dann würden wir uns sehr freuen, natürlich. Ja, dann herzlichen Dank euch allen da draußen und da drinnen. Danke und noch einen schönen Kongress. Und viel Spaß bei der Arbeit.